Deine jetzige Denkweise bestimmt deine Zukunft morgen. Die Bibel lehrt uns in Römer Kapitel 12 und Vers 2 und passt euch eure Denkweise nicht der Welt an, sondern dem Worte Gottes, sondern dem Willen Gottes und prüft, was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Möchtest du siegreich leben? Passe deine Denkweise dem Worte Gottes an. Vertraue auf den Herrn Jesus von ganzem Herzen. Halleluja.